Thema dieses Jahr ist ja Sylt. Und deswegen habe ich eine Sylter Fliederbeersuppe gemacht mit einem Grießnockerl, gewälzt in einer süßen Panade. Ein bisschen Vanillesoße, also was ganz Traditionelles, aber natürlich mit meinem Kniff abgeschmeckt. Alle Jahre wieder. Ich selber bin jetzt zum 6. Mal von 7, glaube ich, dabei. Einmal konnte ich nicht und es ist jedes Mal wieder geil, wenn du hierher kommst, wenn du siehst, wie neugierig auch die Leute sind. Das Schöne ist einfach, hier kommen so viele Köche zusammen, die so viel Ahnung von dem Metier haben, die so viel Spaß daran haben, gutes Essen rauszuhauen. Und es ist so schön, die Leute wiederzutreffen, hier zu sein und ja, einfach mal den Tag zu genießen. Ich bin dieses Jahr das erste Mal hier mit meinem eigenen Kräuterlikör. Also ich gehöre zu der Truppe oder diese Truppe gehört zu mir. Und aber hinzu kommt auch, dass hier, wie Tommy gerade gesagt hat, jede Menge Köche sind, die echt was auf dem Kasten haben, wo ich noch ein paar Tipps geben kann, als selber 20 Jahre lang versierter Koch mit 3 Sternen. Das ist dann schon immer schön. Ciao. Es ist die älteste Kultur der Menschheit, Kochen. Ne? Und Kochen verbindet ja auch. Kochen ist für Kommunikation zuständig. Und guter Geschmack ist ja, über guten Geschmack lässt sich gar nicht streiten, sage ich. Ne? Wahnsinn, das ist eine tolle Plattform, so viele Menschen. Ich finde das super, mit den ganzen Kollegen zusammen. Also bin jedes Jahr froh, wenn ich hierher kommen kann. Hallo, ich esse Rockclub. Ich bin Koch und mag Musik. Ein leckeres Gericht ist wie ein Liebeslied. Fiesto mit Würze für das Filet. Mit Pfeffer und Salz, das muss sein. Dann wälze den Fisch in ein wenig Mehl und lege ihn in die Pfanne hinein. Lass ihn keine. Mich hat das wie ein Magnet angezogen. Ich denke, wer so intensiv kocht und dann noch so toll dabei singen kann und alles passen. Es passte also alles. Ne? Herrlich. Während des Singens lief einem das Wasser im Mund zusammen. Ja? Und deswegen, also, das macht richtig Hunger. Wirklich. Ja, das ist einfach mega geil hier. Ne? Da brauchen wir gar nicht viel drüber reden. Du kriegst super tolles Essen, hast tolles Ambiente. Ich bin ja mittlerweile hier eh schon Inventar, weil ich jedes Jahr hier bin. Lerne immer neue Leute kennen, treffe aber auch immer wieder alte Leute. Das ist einfach super. Macht großen Spaß, harte Vorbereitung, aber schön, wenn man lauter glückliche Gesichter sieht. Ich bin zum ersten Mal dabei. Ja. Ich wurde überredet, dass ich auch mal was mache. Und das Thema war Sylt und dann passt ja das wunderbar zusammen. Ich bin's, der Pepper. Mein Motto ist, spar Wasser, trink Champagner. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Die Kunden oder Gäste, die hier hinkommen, die haben einfach extrem viel Spaß. Und ich denke, die lieben die Vielfalt, genauso wie wir einfach, hier mal rumzugehen und alles mal kennenzulernen. Dass ich mit vielen netten Menschen und teilweise meinen Stammgästen von Sylt in Kontakt komme. Mal wieder sprechen kann und nebenbei kochen wir ein bisschen. Wir sehen ja, hier ist voll, die Leute sind begeistert. Das Wetter hält, alles super.
natürlich der direkte Kontakt zu den Gästen, die tolle Atmosphäre hier, die tollen Leute, die hier vor Ort sind, die super Mitarbeiter, die uns zur Verfügung gestellt werden, macht einfach Spaß. Nach wie vor ein großes Spektakel, unglaublich viele gute Köche. Also die Gäste sind ganz zufrieden, weil sie diese Kombination nicht erwarten. Ich bin zum sechsten Mal dabei und freue mich immer wieder, wie es das erste Mal wäre. Es ist eine große Emotion hier mit so großen Sterneköchen, so gute Leute. Dass man so ein Event hier durchführt an einem Wochenende. Für die Gäste doch großartig, wenn sie so viele Köche, Spitzenköche so hautnah erleben können, so richtig so locker gelöst durchflanieren können und dort was probieren, wo sie gerne was probieren möchten. Das ist doch Genuss pur. Also normalerweise sagen wir immer, das ist so ein Klassentreffen, wenn zwei, drei von diesen Promi-Köchen oder bekannten Köchen aufeinandertreffen. Aber was hier ist, das ist ja Champions League. Also, oder gibt es noch was über Champions League, dann ist es das. Das Spannende an dem Gourmet-Festival ist, dass die ganzen Leute, die Sterneköche oder andere Köche auch hier besuchen können, die sie so nicht erreichen können. Ich habe jetzt mit meinem Restaurant fast 30 Jahre zwei Michelin-Sterne in Deutschland gehabt und gehalten. Und ohne jetzt selber angeben zu wollen, ich glaube, es gibt höchstens eine Handvoll Restaurants in Deutschland, die das so lange geschafft haben und auch durchgehalten haben. Und deshalb denke ich, habe ich meinen Ruhestand verdient. Ist aber nur ein Teilruhestand. Ich werde bestimmt nicht in Zukunft vor dem Fernseher sitzen und warten, gucken, was da für welche Kochsendungen laufen. Also ich werde schon noch was Schönes tun. Eben wie das aufgezogen ist, die ganze Logistik, diese Vielfalt, was man bekommt. Ne? Also ich finde das richtig toll. Ne? Einfach ein ganz tolles Event und wenn das mal aufhören sollte, bin ich böse. Aber das darf nicht. Vielen Dank von unserer Seite für eure tolle Leistung, dass ihr euch so eingebracht habt und dass unser sechstes Gourmet-Festival wieder mal ein Erfolg geworden ist. Ja, und das alles im Endeffekt auch dank eurer Hilfe. Also wie gesagt, ganz herzlichen Dank dafür.